Herzlich willkommen, meine sportbegeisterten Freunde oder die, die es werden wollen. In der Reihe seid ihr richtig, wenn es darum geht, Muggi-Masse, ja, Muggi-Masse aufzubauen, und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir kräftiger im Gym werden, ja. Das ist das Ziel, darauf bauen wir alle hin, und ich verrate euch alle nötigen Tipps, Tricks und Kniffe, die man beachten muss, um eben kräftiger, massiver und stärker zu werden. Zu Beginn des Videos habe ich euch einen kleinen Einblick gewährt in meine aktuelle Form. Mein Gewicht hat sich stagniert gegenüber der vorigen Woche. Nichts, was mich jetzt großartig unglücklich macht. Ich habe erwähnt, dass ich mein Gewicht bis zur Strange Wars, bis zum Duell bei Bodybuilding Ref mehr oder minder halten werde oder muss, um eben die nötige Ausdauerkondition mitzubringen. Je schwerer ich werde, desto mehr leidet natürlich der Atem drunter, und desto länger werde ich vermutlich für den Parcours, es sind nämlich drei Übungen, wie ich in der letzten Woche schon erklärt habe, zu bewerkstelligen sein. Ja, ich habe euch in der letzten Woche eben versprochen gehabt, ein kurzes Einblick zu meiner gegenwärtigen Form zu geben. Völlig kalt, völlig leer, dadurch, dass wir bis hier noch nichts gefrühstückt haben, es ist noch früh am Morgen, aber genau das ist eben der Richtwert, ja. Ich könnte euch jetzt auch fälschlicherweise irgendwelche Einblicke im Gym geben, völlig auf Pump mit den krassesten Booster am Start, wo ich natürlich schön prall, rund und voluminös wirke. Das sieht dann immer wieder ganz anders aus. Das folgt natürlich auch noch, nicht in dieser Ausgabe. Aber was euch in dieser Ausgabe viel mehr erwartet ist, und das habe ich ja in der letzten Woche schon preisgegeben, die Stärkung und Optimierung deines Immunsystems. Ja? Darum dreht sich's doch. Was nützt es, wenn man motivationsgeladen ist, alles on point ist, die Ernährung, das Training und eben die Regeneration, aber das Immunsystem sich verabschiedet und man dann zwangsläufig pausieren muss. Jeder von uns war schon mal krank, und wie wir das abstellen, beziehungsweise über einen langen Zeitraum diese Bazillen und diese Bakterien von uns loswerden, das seht ihr in dieser Ausgabe. Come back and ring the bell. No hell is a broken well. Not for your kids, your beliefs, and your faith as well. Declaro la palabra. Making a spoken, have no mercy for the road. Es sind nunmehr noch drei Wochen bis zum obligatorischen ersten Wettkampf bei Bodybuilding Ref. Ich habe erwähnt, wer mein Gegner ist. Ich habe erwähnt, welche Disziplinen hier auf uns winken werden. Und ich habe genauso erwähnt, dass eben mein Immunsystem derweil im Keller ist. Und gerade dann, wenn man eben erkältet ist, achtet man primär drauf, wie man dieses bekräftigt, wie man wieder schnell gesund wird. Aber das ist eben nicht das Ziel. Man muss das Problem generell ja frühzeitig erkennen, nicht wenn es schon ausgebrochen ist. Na? Und generell dann, wenn wir eben erkältet sind, achten wir drauf, oh, ich brauche Vitamin C, oh, ich brauche die Greens, oh, ich brauche einen Tee. Warum erst dann, ja, wenn man das Ganze auch vermeiden und verhindern kann? Und ich habe euch 10 wundervolle Tipps vorbereitet, wie ihr dieses Immunsystem stärken könnt. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1, und das ist der Schlaf. Ich habe schon mehrfach erwähnt, wie wichtig die Regeneration ist. Wir sprechen nicht grundlos davon, dass wir 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Tag brauchen. Wenn ihr es am Stück nicht schafft, versucht Powernappings. Ihr habt versucht, so kleine Mittagspäuschens oder kleine Nickerchens einzulegen. Das Ganze kann man lernen und trainieren, sodass man tatsächlich in dieser kurzen Zeit in eine Tiefschlafphase gerät und eben vor dem Weckerklingeln auch wieder aufwacht. Wie das Ganze funktioniert, bin ich selbst gerade noch am Ausprobieren. Das geht schließlich über Studieren, und werde euch dann da tatkräftig baldigst Updates zu geben, wie man diese Regeneration optimiert, weil das ist wirklich ein Punkt, der so immens missachtet wird. Und ja, man mag es kaum glauben, aber auch das hat eben zur Stärkung des Immunsystems beizutragen. Der zweite Punkt, machen wir uns nichts vor, aber ich denke, da brauche ich auch nichts erklären oder braucht ihr auch nichts optimieren, ist die Bewegung und der Sport dahinter. Da reicht es tatsächlich schon, wenn man sich 2 bis 3 Mal pro 30 Minuten in der Woche aktiviert, ja, dass man sich da sportlich aktiviert, dass man hier das Herz-Kreislauf-System stimuliert, indem man eben seinen Puls in die Höhe treibt. Aber ich denke, da sind wir alle auf den richtigen Pfad, und 2 bis 3 Mal die Woche sind wir alle beim Sport, und somit ist der Punkt eigentlich geschenkt. Aber ich wollte ihn trotzdem nochmal erwähnt haben, für die, die es eben nicht wissen. Also der Sport ist nicht nur gesund für unser Wohlbefinden, sondern eben auch zur Stärkung des Immunsystems. So, da sind wir schon bei Punkt Nummer 3. Ich könnte rein theoretisch auch den 4. und 5. direkt mit addieren. Das ist nämlich die Wärme. Die Wärme in unterschiedlichen Formen. Zum einen das Solarium, ja, beziehungsweise noch viel besser die natürliche Sonne. Aber die ist bei uns jetzt, ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, nicht wirklich gegeben. Also was wir hier im Sommer haben,
brauchen wir glaube ich nicht diskutieren, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zu flüchten in den Süden, an die See, ja, ans schöne Meer, dann tut's. Und wenn das eben nicht gewährleistet ist, gönnt euch hier und da mal einen Solariumgang, nur übertreibt's. Ich denke an das Hautkrebsrisiko. Auch da haben wir mal ein eigenständiges Video zu gemacht, aber dieser Vitamin-D-Ausstoß, die der Körper auf natürlichen Wege eben nicht produziert, entweder supplementiert oder setzt sich eben hier und da mal ein paar Sonnenstrahlen aus. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, das ist der Punkt Nummer 4, Saunagänge. Saunagänge, in der Tat, kann man zur ganzen Jahreszeit primär zur Herbst, zur kälterlichen Herbst- und Wintersaison anfügen. Und hier wieder dieses Verhältnis zwischen heiß und kalt. Ja? Nach dem Solarumgang soll man sich ja kalt abduschen bzw. bestenfalls noch in so ein Eisbad springen. Das wiederum stärkt auch das Immunsystem. Also kann ich euch durchaus empfehlen, hier und da Saunagänge mit einzuführen. Aber bitte nicht machen, wenn ihr bereits erkältet seid. Das wiederum kann das Immunsystem noch erheblich schwächen. Also nutzt die Saunagänge dann, richtig, wenn ihr gesund seid, und gönnt euch das. Das mag euer Körper wirklich danken. Ja, kann man so sagen. Der fünfte Punkt, da sind wir immer noch bei der Wärme, sind Duschen. Und zwar, duschen tun wir uns alle, um uns sauber zu machen, aber dieses Heiß-Kalt-Verhältnis, ja, das ist immens wichtig. Fangt heiß an, euch heiß abzuduschen, um eben die Körpertemperatur nach oben zu bringen, und dann stellt ihr das Wasser auf extremst kühl und müsst euch nicht direkt unterwerfen und euch erschrecken, sondern tastet euch daran. Fangt mit den Füßen an und tappt euch langsam hoch zum Oberkörper, sodass ihr euch mehr oder minder dran gewöhnt, um dann wieder das Gegenteil zu bewirken. Sprich, ihr stellt es wieder auf heiß und ja, man merkt es direkt, wie der Körper darauf reagiert. Probiert es aus. Und das wiederum mag auch das Immunsystem extrem stärken. So, sind wir von den Temperaturen mal weg. Und zwar befasst sich der Punkt 6 und 7 mit eurem Wohlbefinden. Stichwort Stress, Cortisolausstoß. Das wiederum ist negativ, nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für unser Immunsystem. Deswegen versucht es tatsächlich zu vermeiden, euch Stresssituationen auszusetzen, was natürlich leichter gesagt als getan ist, wir kennen es ja alle. Aber da hilft der Punkt Nummer 7 immens von, nimmt euch pro Tag eine Stunde lang, tatsächlich eine Stunde lang Zeit für freudige Dinge, ja, die nicht zwingend euren Alltag befassen, also die absolut nichts mit dem Sport zu tun haben, die nichts mit Schule oder Arbeit zu tun haben, sondern trefft euch mit Freunden als Beispiel, die absolut mal fern von den Dingen sind, die euch eben im Alltag beschäftigen, und sprecht dann entsprechend auch über andere Sachen oder setzt euch, ja, hier der Hinweis, setzt euch vor den Computer oder vor die Playstation und lenkt euch ab, nehmt euch ein gutes Buch zur Hand, gibt so viele Möglichkeiten, um eben abzuschalten. Ich wiederum finde so einen medialen Beschlag dafür nicht zwingend geeignet, sprich, ich wiederum zock gar nicht, guck auch wenig Fernsehen mittlerweile, weil es einfach nur noch Grütze gibt, und beschäftige mich dann in dem Falle bestenfalls mit AT und versuche mich dann über Dinge zu unterhalten, die eben nicht Road to Glory basierend sind. Oder wir gucken uns einen richtig, richtig schönen Film an. Aber da sind wir schon wieder beim Thema medialer Einschlag. Ja? Ihr müsst euch einfach mal zugute führen, wie krank dieser mediale Einschlag mittlerweile ist. Man steht auf, was macht man? Man checkt das Handy. Man sitzt in der Bahn, womöglich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder zum Studium. Worauf achtet man? Aufs Handy. Na, man sieht, man muss sich ja nur mal umgucken. Jeder hat seinen verdammten Blick aufs Handy gerichtet. Und da ist der Kopf einfach die ganze Zeit im Kopfig-Mode. Ihr könnt in solchen Momenten nicht abschalten. Also hier ist mein Hinweis, legt das Handy nochmal beiseite. Guckt an, wie geil, also jetzt nicht zwingend in der U-Bahn, aber guckt mal an, wie geil eigentlich unsere Welt ist. Und wie selbstverständlich unsere Auffassung mittlerweile ist. Wir nehmen so dieses Standardisierte, was uns eben schon zur Gewohnheit geworden ist, gar nicht mehr wahr. Achtet mal hier primär auf die Kinder, ja? Für was die sich alles begeistern können, für was für Kleinigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, erwecke das Kind in dir, aber einfach mal Dinge oder die sozialen Medien oder die heutigen Medien sein lassen. Gerade wo wir zuletzt in L.A. waren, ist mir so extrem aufgefallen, aufgrund der Zeitverschiebung. Also wusste ich, in der Zeit, wo wir eben tags haben, brauche ich mich nicht groß um die sozialen Medien kümmern. Ich habe meine Postings geplant. Ihr wiederum bekommt diese zu Gesicht, wenn wir geschlafen haben. Und ich stand in der Zeit nicht wirklich im interaktiven Fluss mit euch, dadurch, dass wir eben in komplett unterschiedlichen Zeitzonen gelebt haben. Und es war so wohltuend. Es war so wohltuend, da hat es auch jetzt irgendwie keinen Abbruch gemacht, dass wir hier und da mal die Kerne drauf gehalten haben. Aber in der Zeit, dann sind wir wieder beim Thema Yoga, ja, so die mentale Stärke zu trainieren. Und
da kann ich euch wirklich nur den Rat geben, versucht hier und da abzuschalten. Nutzt doch vielleicht mal das Wochenende, um einfach mal die sozialen Medien zur Seite zu legen. Oder eben zumindest diese benannte Stunde pro Tag für Sachen, die eben absolut nichts mit eurem Alltag zu tun haben. So, dann kommen wir zu den letzten Punkten und das ist tatsächlich der Einfluss von Supplementierung, der Einfluss von Giftstoffen, angefangen vom Alkohol bis hin zum Rauchen, was beides definitiv unser Immunsystem stört bzw. dezimiert und eben einschränkt. Ihr könnt euch das so vorstellen beim Rauchen, dass unsere weißen Blutkörperchen dezimiert werden und die wiederum bekämpfen, ja, und verringern eben die Krankheitserreger. Also Rauchen hat definitiv schlechten Einfluss für das Immunsystem und damit bin ich genauso betroffen. Ja? Also da spreche ich mich nicht frei. Das sind wirklich Dinge, das ist wieder so leicht gesagt, ja? Hört auf zu rauchen. Ich weiß, dass es definitiv nicht so einfach handzuhaben ist, aber um den gesunden Lebensstil eben beizubehalten, ist das definitiv eine Sache und das wurde uns von Kindestagen auf beigebracht, Alkohol und Nikotin zu vermeiden. Kommen wir zu den Lebensmitteln, die eben unser Immunsystem bekräftigen. Das ist zum einen Ingwer. Ja, trinken nicht grundlos in so einer Erkältungsphase. Zitrone mit Ingwer drin, so sollte es zumindest sein, ein bisschen Honig drin. Und genauso als Supplementierung, jetzt sind wir bei dem Punkt, kann ich euch Zink empfehlen. Hier reichen schon 25 bis maximal 50 Milligramm pro Tag. Das unterstützt oder optimiert nicht nur unser Hautbild, sondern stärkt eben unser Immunsystem. Ich möchte euch natürlich auch Alternativen aufzeigen, wo ihr Zink drin findet, beziehungsweise in unseren vollwertigen Lebensmitteln. In einigen zumindest haben wir eben einen hohen Zinkanteil mit am Start. Das ist beispielsweise Rindfleisch, Fisch, Austern, Milchprodukte, Haferflocken, Vitamin C und Eier. Das sind so Lebensmittel, wo ihr entsprechende Zinkanteile wiederfindet. Das heißt, für diejenigen, die auf die Supplementierung vollends verzichten wollen, ich rede nicht grundlos immer davon, dass Supplementierung ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Das ist definitiv nicht essentiell, denn in solchen Fällen, abgesehen von Vitamin D, das wird eben nicht vom Körper produziert, aber Dinge wie Zink könnt ihr euch eben durch vollwertige Lebensmittel aufnehmen. Letzter Punkt. Ja, wir sind schon beim letzten Punkt und für mich mitunter der wichtigste ist eben die Betankung von Vitamin. Ich habe in der vorigen Ausgabe schon erwähnt, dass wir tatsächlich sechs bis achtmal sogar als Sportler Früchte, / Gemüse, zumindest eine große Handvoll pro Tag jeweils, ja, 6 bis 8 Mal aufnehmen müssen. Und ich tue mich damit auch extremst schwer. Aber wie wir uns dazu helfen müssen, zeigt dieser Ausschnitt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern jede Mahlzeit Gemüse oder Früchte beinhalten muss. Oder da Gemüse. In dem Fall schon, klar, das ist eben solch eine Mahlzeit. Aber es gibt nun mal auch Mahlzeiten, wo wir wirklich nur darauf bedacht sind, Fleisch, die Makros zu taken. Genau, Fleisch, also oder / die Proteine zu saven. Und da wiederum fehlt hier und da eben die Vitamine. Und gerade jetzt, wo wir eben beide ein bisschen auch noch am Kränkeln sind, ich habe es in der vorigen Ausgabe angesprochen, sind wir eben darauf bedacht, dass langhaltig, nicht nur eben über diese Krankheit, sondern eben hinaus. Als tagtägliches Prozedere, morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zu-Bett-Gehen, unsere grüne Plörre, wie ich sie liebevoll nenne. Aber wir haben auch selbst die, ihr kennt die New School Diät eben aus alten Tagen von uns, selbst da haben wir uns was einfallen lassen, wie man das Ganze schmackhaft gestaltet. Das zeige ich euch jetzt. Genau. So, wie versprochen, kommt nun der obligatorische Gülle, aka Sumpfsaft. Ja? Angefangen mit diesem phänomenalen Teil, das ist nichts Geringeres als Gerstengraspulver, habe ich wie erwähnt oder wie in der vorigen Video schon erwähnt, immer nur dann genommen, wenn ich eben die Erkältungserscheinung habe und es hat mir wirklich die eine oder andere Nasennebenhöhlenentzündung bereits erspart. Ich blende in dem Moment gerne mal ein, was für Vorteile bzw. was für Vitamine Gerstengraspulver alles mit sich bringt und im Verhältnis zu Weizengras hat es noch viel, 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 viel mehr gute Eigenschaften und demnach empfehle bzw. würde ich definitiv das Gerstengraspulver an der Stelle präferieren. Zudem gesellt sich knapp 7 bis 10 Gramm Glutamin pro Shake bei mir rein. Gerade jetzt in der Entkältungsphase achte ich darauf, dass ich extrem viel Glutamin zu mir nehme. Da gehe ich bis zu 20 Gramm am Tag hoch. Zudem
habe ich hier 5 Gramm Kreatin, allerdings das Instant Kreatin von ISM mit dem Geschmack Cola. Und das wiederum macht den Ekelshake gar nicht mehr so eklig. Und zudem kommt nochmal knapp 10 Gramm BCA-Pulver. In dem Falle ist es Black Currant, also schwarze Johannisbeer. Mag mir auch übelst gut gefallen vom Geschmack her. Und last but not least sind es die Daily Greens Energy Boost von Natural Mojo. Enthalten ist Acai, Moringa, Granatapfel, Spirulina, Spinat und Erbsenprotein tatsächlich. Somit ist der Ekelshake wirklich, also selbst das Zeug ist absolut nicht eklig. Und da nehme ich gar einen gehäuften Teelöffel von. Also sind es auch gute 7 bis 8 Gramm pro Portion, die ich reinhaue. Und am Abend wiederum, das hier sollte man rein theoretisch morgens nehmen, nach dem Aufstehen, ja. Aber da müssen wir nicht viel sicher sein als der Papst. Aber zum Abend hin kommt nochmal dasselbe Gesöff, wirklich 1:1 dasselbe Gesöff. Allerdings tausche ich eben den Berry Boost aus mit einem Pure Detox. Und dann soll man mal so eine 28 bis 30 Tage Kur machen. Und ich kann definitiv schon feststellen, dass man nicht mehr so müde ist, nicht mehr so schläfrig ist. Und wir werden sehen, wie schnell sich das Immunsystem wieder fängt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und zudem alles in diesen wunderschönen, süßen, ja, traditionellen Gläschen. Ja, es schmeckt sogar wirklich lecker. Also ja? Ich hätte jetzt nicht so viele BCAAs reingemacht. Ich mag das dann lieber ohne. Und dann ist es echt ein delicious Getränk. Kann man nichts sagen. Jetzt noch Eiswürfel rein und es war wirklich extremst gut. Also war nicht zu empfehlen. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung einblenden. Apropos Supplements, ich werde euch natürlich nochmal reichhaltig vorstellen, was ich alles an Supplements nehme. Die wiederum haben sich während der Bike-Zeit gegenüber der DE-Zeit rasant dezimiert. Ich betone ja immer wieder, dass keins dieser Supplementierung wirklich essentiell ist. Ja, ihr könnt alles und solltet alles vorwiegend aus vollwertiger Nahrung, unverarbeiteter Nahrung zu sich nehmen. Und deswegen heißt es bei uns nach wie vor, dass wir 6 vollwertige Mahlzeiten nehmen und alles, was eben noch an Kalorien fehlt, wird eben ergänzend mit Supplementierung zu uns kommen. In dem Sinne, guten. Cheers. Die Überreste eines ganz normalen Abends. Bei Road to Glory, was hat die Creme da zu suchen, lieber Ati? Du hast Sonnenbrand am Bauch und ich könnte dich eincremen. Nicke. No joke, das ist schon Zucker. Unter anderem. Also, wir haben hier einmal diese überkranken Quest, wie heißen sie? Also, es sind Peanut Butter Cups und die schmecken genauso krank wie Peanut Butter Cups. Zu krank. Und das in Kombi. Erst ein Jambam. Ne, wir haben alle nicht komplett vertilgt, sondern ein bisschen davon, dann ein bisschen davon und ein bisschen davon. Als erstes Cookies and Schoko von Jambam, dann den Peanut Butter Cup und dann Peanut Butter von Jambam und dann wieder von vorne. Nüsse. Die Nüsse hat Seichen gestern noch geplündert gehabt. Ja, das war der phänomenale Abend bei uns. Noch Coke Zero, die Fernbedienung, Überreste und ja, das Chaos. Ihr seht eine ganz normale Familie im mittleren Alter, die nicht alle Latten am Zaun haben.